Gut 30 Minuten sind im Hamburger Volksparkstadion im 100. Europapokalspiel des Hamburger Sportvereins absolviert. Spielstand 0:0. Dynamo Kiew ganz in blauer Spielkleidung von links nach rechts. Mit Bessonow, dem Kapitän, eigentlich Libero des sowjetischen Meisters, heute aber zusammen mit Jewtuschenko in der Angriffsmitte. Beim Hamburger Sportverein Manfred Kaltz wieder dabei, dafür sitzt aber der dreifache Torschütze von Tiflitz, sitzt der Däne Lars Bastrup leicht verletzt auf der Bank. Genauso wie auf der anderen Seite Oleg Blochin, der bekannteste Mann von Dynamo Kiew, der sich hier in Hamburg im Training eine schmerzhafte Knöchelverletzung zugezogen hatte. Mit Jewtuschenko, Angriffsspitze bei Kiew. Links außen jetzt Dumanski. Weite Flanke. Und Bessonow. Gespannt war man natürlich beim Hamburger Sportverein, ob die Fans die gute Leistung des HSV in Tiflis mit zahlreichem Erscheinen honorieren würden oder ob der Verein für das glatte 3:0 im Hinspiel finanziell bestraft würde. Ich würde sagen, das Hamburger Volksparkstadion ist etwa zur Hälfte gefüllt, das heißt rund 30.000 Zuschauer. Doch eine respektable Kulisse. Und was gibt es? Strafstoß. Elfmeter, keine Diskussion, meine ich, wenn wir uns das noch einmal in der Zeitlupe anschauen wollen. Obwohl der Linienrichter offensichtlich Milewski vorher im Abseits gesehen haben will, was wohl richtig ist. Was gibt es? Freistoß für Kiew. Nachdem sich Ulf Eriksson bei seinem Linienrichter erkundigt hat, ich meine, eine vertretbare Entscheidung, denn Milewski schien auch Bier beim Abspiel bereits in Abseitsposition, aber jetzt doch ein wenig Stimmung hier im Volksparkstadion. Die 30.000 in den ersten 30 Minuten doch ein wenig ruhig, sie hatten wenig Grund zum Jubeln. Hartwig, Rubesch, Kaltz. Einwurf. Eine. Bessonow. Losinski. Bessonow. Sehr eifrig, sehr fleißig, der sowjetische Kapitän. Losinski. Ah, ein bisschen zu flach, diese Flanke. Noch einmal die Sowjetrussen mit Baal. Dann aber Rubesch. Fast am eigenen Strafraum, verliert noch einmal den Ball. Jewtuschenko kann zurückspielen. Oh! Guter Schuss von Dumanski. Uli Stein mit den Fäusten dazwischen. Ja, jetzt in dieser Schlussphase der ersten Halbzeit bekommt die Partie doch noch ein bisschen Farbe. Eckstoß wieder ausgeführt von Leonid Burjak, dem 29-jährigen Nationalspieler, über den fast alle Angriffe von Dynamo Kiew laufen. Und Uli Stein. Brochen kann sich aus der eigenen Abwehr heraus lösen. Noch einmal Hieronymus zu seinem Torhüter Ulf Eriksson. Der Schiedsrichter schaut bereits auf die Uhr. Und pfeift in diesem Moment ab. 45 Minuten gespielt im Volksparkstadion, nicht überragend bisher die Partie. Wie gesagt, wir hoffen auf Tore im zweiten Durchgang. Oleg Blochin mit der Nummer 12, jetzt im zweiten Durchgang bei Dynamo Kiew dabei. Er ist gekommen für Dumanski, den Spieler mit der Nummer 9. Vielleicht schafft es der sowjetische Meister ja jetzt mit seiner Hilfe, mit der Hilfe des Fußballer des Jahres von 1975, doch noch ein Tor im Hamburger Volksparkstadion gegen den Hamburger Sportverein. Des deutschen Meisters ein bisschen holprig, das war schon in den letzten Bundesligaspielen zu merken. Der Hamburger Sportverein hat im Augenblick ein bisschen seinen erfolgreichen Rhythmus verloren, lebt von Einzelaktionen, von seiner Cleverness, seiner Routine. Bessonow, Burjak.
Und Manfred Kals hat aufgepasst dazwischen. Auch die Durchschlagskraft von Dynamo Kiew nicht sehr groß. Zwei, dreimal tauchten sie relativ frei vor Uli Stein auf, aber die Schüsse dann doch zu genau gezielt auf den HSV-Torhüter, der keine Mühe hatte, die zwei, drei Torschüsse sicher zu parieren. Losinski, Olli Ferenko, der Spieler mit der 11, bietet sich an. Immer noch Losinski. Olli Ferenko. Jewtuschenko und Tor. Bessonow. 52. Minute. Dynamo Kiew führt durch Wladimir Bessonow mit 1:0 im Hamburger Volksparkstadion. Jewtuschenko sprang ins Leere, aber Bessonow war vor Kals am Ball unerreichbar für Uli Stein. 1:0 für Dynamo Kiew. Juri Morosow, seit einem halben Jahr Trainer bei Dynamo Kiew, Nachfolger von Lobanowski, der ja jetzt nach der Weltmeisterschaft die Betreuung der sowjetischen Nationalmannschaft übernommen hat, zum wiederholten Male. Bojak, nicht schlecht dieser Schuss. Ja, sie sind jetzt doch ein bisschen giftiger, ein bisschen energischer geworden, die Sowjetrussen, nach dem Führungstreffer. Groh. Hartwig. Ganz drüben, zu kurz dieser Pass wieder. Losinski und Jewtuschenko, Blochin bietet sich an. Schnell ist er immer noch gegen Hieronymus, vorbei, Pass zurück. Oh, das war fast das 2:0. Wieder Bessonow da. Hervorragend vorgetragen, dieser Angriff. Über Losinski, dann über Blochin, der mühelos vorbeigeht an Hieronymus, zurückpasst auf Bessonow und im letzten Moment Manfred Kals dazwischen. Eine Stunde gespielt im Volksparkstadion, die 1:0-Führung für Dynamo Kiew. Nach den letzten Aktionen also durchaus verdient. Und hier gibt es einen Freistoß für den HSV nach dem Foul von Jewtuschenko an Jakobs. Hieronymus, weiter Pass auf Milewski, gut gemacht. Hartwig, Rolf startet, Rubesch, kein Abseits, da ist der Ausgleich. Jawohl, der Treffer gilt. 62. Minute, Ausgleich für den HSV, Torschütze Jimmy Hartwig, der nicht im Abseits stand. Magath. Hieronymus. Zu kurz gespielt, das war zu durchsichtig auf Milewski, der diesen Ball nicht erreichen konnte. Magath, Kals und Dynamo Kiew mit Blochin. Ganz rechts Jewtuschenko und auf der linken Seite Bessonow, der Schussmöglichkeit hat. Wieder eine Möglichkeit für Dynamo Kiew in Führung zu gehen. Zum zweiten Male für Bessonow. Traf den Ball nicht richtig, rutschte ihm über den rechten Außenriss, Gefahr für den HSV. Milewski. HSV muss warten, bis zwei, drei weitere Spieler sich in die sowjetische Hälfte bewegt haben. Gut gemacht, Milewski und Rubesch. Michailow hatte bereits sein Tor verlassen, kam nicht an diese gut getimte Flanke von Jürgen Milewski heran. Pech für den Mittelstürmer des HSV. Bessonow. Oh, Pfostenschuss. Noch einmal. Und immer noch die Chance für Dynamo Kiew.
Ein gewaltiger Schuss war das. Ich glaube, es war Lusinski, der am langen Eck den Pfosten traf. Hier sehen wir es noch einmal. Nein, Oleg Blochin war es. Oleg Blochin, hier sehen wir es, mit dem linken Fuß. Unerreichbar für Uli Stein an den Innenpfosten und Glück für den HSV, dass der Ball noch einmal heraussprang. Jevsejev ist das, der Spieler mit der Nummer 14. Oh, und noch ein Pfostenknaller, diesmal von Jevtuschenko. Nun haben sie aber wirklich Pech, die Spieler von Dynamo Kiew. Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Minuten. Einmal Oleg Blochin links, dann Jevtuschenko auf der rechten Seite. Hier haben wir es noch einmal gesehen. Glück für den HSV in dieser Phase des Spiels, etwa 12, 13 Minuten vor dem Ende. Bessonow, der Torschütze und Kapitän, musste leicht verletzt das Spielfeld verlassen. Für ihn, wie gesagt, der Spieler mit der 14, Jevsejev, jetzt dabei. Zweifellos eine Schwächung für den sowjetischen Meister, denn Bessonow war einer der wichtigsten in der heutigen Partie für die Gäste aus Kiew. Lusinski, Blochin, der sich sehr häufig auf die rechte Seite orientiert. Noch einmal Lusinski. Ball. Uli Stein. Gute, hervorragende Einschussmöglichkeiten. Eine davon konnten sie leider, muss man sagen, für die Sowjetrussen nur verwerten. Sie hätten gut und gern mit 2:1 oder 3:1 jetzt führen können. Aber auch der HSV hat sich doch in diesem zweiten Durchgang erheblich gesteigert gegenüber den ersten 30 Minuten. Das muss man dem deutschen Meister zweifellos bescheinigen, auch wenn Trainer Ernst Happel insgesamt mit der Leistung seiner Mannschaft wohl nicht zufrieden sein wird. Jakobs, rechts bietet sich Horst Rubesch an. Dann Kaltz, in der Mitte Felix Magath, könnte angespielt werden. Kaltz tut dies. Dann löst sich Hieronymus. Aber Kaltz, Mann, Felix Magath war das, mit einem Schuss aus gut 25 Metern. Keine Gefahr für Michael. Und noch einmal, was macht denn da Oleg Blochin? Und Tor entscheidet Ulf Eriksson. Ein Fehler in der Abwehr des Hamburger Sportvereins, den zunächst Oleg Blochin nutzen will, es nicht ganz schafft. Jevtuschenko ist zur Stelle. Dynamo Kiew führt mit 2:1. Hier sehen wir es noch einmal. Zunächst der Versuch von Oleg Blochin, den Ball über Stein hinwegzuheben. Das gelingt ihm aber, den Ball über die Linie zu stoßen. Das packt er dann doch nicht mehr. Zum Glück steht Jevtuschenko günstig und schiebt ein. Dynamo Kiew führt 8 Minuten vor dem Ende mit 2:1. Die letzte Minute läuft im Hamburger Volksparkstadion. Noch einmal der deutsche Meister über die linke Angriffsseite, über Felix Magath. Einwurf für die Gastgeber, die mit 1:2 in Rückstand liegen. Ein Ergebnis, das ihnen zwar nicht wehtut, das aber nicht besonders gut aussieht auf eigenem Platz. Dennoch, eines kann man jetzt schon feststellen, der Hamburger Sportverein, der deutsche Meister, hat die nächste Runde im Europapokal der Landesmeister erreicht. Er steht im Halbfinale, hofft da natürlich auf einen attraktiven Gegner. Denkt vor allem an Juventus Turin, sofern die Mannschaft ebenfalls die Runde der letzten 4 erreicht hat. Denn der HSV braucht dringend Geld in seine Kassen, das wissen Sie. Pfiffe für wen? Für den HSV, für den deutschen Meister, der jetzt mit 1:2 verdientermaßen, muss man sagen, gegen Dynamo Kiew verloren hat. Denn die Sowjetrussen haben insgesamt zweifellos die größere Anzahl an Torchancen besessen. 2 davon genutzt, der HSV nur eine.
Eine Partie, die 30 Minuten lang so dahin plätscherte, wurde zumindest im zweiten Durchgang doch noch recht interessant, recht ansehbar. Verdienter Sieger mit 2:1 Dynamo Kiew, aber im Halbfinale des Europapokals steht der Hamburger Sportverein.